An Aschermittwoch fliegen in Bayerns Festzelten die Fetzen. Die CSU trifft sich wie gewohnt in der Passauer Dreiländerhalle, um mit der Opposition in Bund und Land abzurechnen. Bei kaltem Wetter freuen sich erhitzte Gemüter auf das, was kommen sollte. Die CSU-Aktien steigen wieder, die Stimmung ist gut und wir freuen uns auf einen Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und natürlich auf den Vorsitzenden Horst Seehofer. Und dann ging es hinein in die Festhalle, zu bayerischer Marschmusik in Lederhosen und Filzhut. Eine Atmosphäre in Blau und Weiß, Begegnungen auf Augenhöhe, man ist sich einig. Ja, das ist natürlich eine einzigartige Veranstaltung, die man so ja nicht kopieren kann, wie sie die CSU hier feiert. Es ist der größte Stammtisch der Welt und jetzt zum 61. Mal. Wir zeigen, da wo die CSU ist, da ist auch Bayern. Und da kommt er endlich. Parteichef Horst Seehofer bahnt sich seinen Weg zur Bühne und erteilt der Opposition im Land zugleich eine Absage. Bayern und SPD passen nicht zusammen, liebe Freunde. Er erntet Applaus, die Festhalle tobt. Seehofer fährt in seiner Rede fort, er klingt etwas erkältet, doch seine Botschaft an Berlin und Europa ist deutlich. Eine Schuldenunion wird es mit der CSU und mit Bayern nicht geben, liebe Freunde. Vor Seehofer hatte bereits der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber die, Zitat, erfolgreichste Partei Europas begrüßt. Er verglich die Opposition mit Laienschauspielern und gab ihnen Folgendes mit auf den Weg. Legt die Verkleidung ab! Das war früher nix, das wird heute nix und im September wird es schon gleich gar nix. Auf derlei Kampfansagen darf dann angestoßen werden. Und während die ein oder andere Maß Bier die Kehlen herunterläuft, laufen die Vorbereitungen für die bayerischen Landtagswahlen und die Bundestagswahl im September weiter auf Hochtouren. In Bayern ist man sich über deren Ausgang sicher. Doch das letzte Wort dazu wird in Berlin gesprochen, ob es der CSU dann passt oder nicht.